einzeln vorstellen. Mit der Startnummer 1, Livestars im Besitz von Hermann Stahlbuk. Livestars im Sulki, Thomas Pancho. Thomas Pancho fährt Willi Rodes zweite Farbe in diesem Finale. Livestars verbesserte sich auf 1.16.7. Er war Zweiter im vierten Vorlauf. Die 1, Livestars und Thomas Pancho. Mit der Startnummer 2, der erste von drei bayerischen Finalteilnehmern, Gigaro aus dem Stallexpress im Sulki, Gerhard Biende. Gigaro siegte im vierten Vorlauf in 1.16.6, gleichzeitig sein neuer Rekord. Mit der Startnummer 3 wieder für Bayern, Falco Allaire im Besitz der Besitzergemeinschaft Brückel Fensch Reisinger. Falco Allaire wird trainiert und gefahren von Jochen Heide. Er siegt in 1.15.9, auch wieder eine Rekordverbesserung. Mit der Startnummer 4 nun der große Favorit aus Bayern, Fazimo im Besitz von Norman Kronzeder und im Sulki Bayerns Champion Helmut Biendl. Fazimo siegt in 1.15.5. Mit der Startnummer 5, einer von zwei Bewerbern, die der Stall November ins Finale gebracht hat, General November und im Sulki Rolf Dautzenberg. General November siegt in 1.15.9. Mit der Startnummer 6, wieder aus dem Traber Westen, Besitzer ist Peter Erwig, Howards End. Im Sulki Trainer Willi Rode, Howards End, war Zweiter in 1.16.3. Die 6, Howards End und Willi Rode. Dahinter mit der Startnummer 7, ein Pferd im Besitz von Herrn Schockemühle und Herrn Schuster. Arondo Jet mit Michael Schmidt und Arondo Jet war Zweiter in 1.15.6. Mit der Startnummer 8, meine Damen und Herren, nun unser Berliner Teilnehmer Fusion. Von der Besitzergemeinschaft Albrecht Geesdorf im Sulki Berlins Champion Michael Hünemann. Die 8 Fusion und Michael Hünemann Fusion verbesserte sich als Zweiter auf 1.16.1. Mit der Startnummer 9. Begonia im Besitz von Karl-Heinz Züsk. Im Sulki Wilhelm Pahl. Begonia war einer der beiden zeitschnellsten Dritten mit 1.15.8. Die 9 Begonia und Wilhelm Pahl. Und am Schluss der Parade das zweite Ass vom Stall November, Gladiator November, Trainer Sveksi Kivioja und im Sulki Weltmeister Heinz Wevering. Die 10 Gladiator November und Heinz Wevering. Ja, meine Damen und Herren, das sind sie nun, die 10 Teilnehmer am Finale des 101. Deutschen Traber-Derbys unter dem Patronat der BEWAG. Meine Damen und Herren, der Startwagen setzt sich in Bewegung und damit haben wir die klare Aufforderung, begebt euch schnell hinter den Startwagen. In wenigen Momenten ist es soweit, meine Damen und Herren. Die Teilnehmer am BEWAG 101. Deutschen Traber-Derby nehmen jetzt Aufstellung hinter den ausgebreiteten Flügeln des Startwagens. Und es treten an mit der 1 Livestars und Thomas Pancho, die 2 Gigaro und Gerhard Biendl, die 3 Falco Allaire mit Jochen Heide, die 4 Fazimo mit Helmut Biendl, die 5 General November und Rolf Dautzenberg, die 6 Howards End mit Willi Rode, die 7 Arando Jet und Michael Schmidt, die 8 Fusion Michael Hünemann, die 9 Begonia mit Wilhelm Pahl und die 10 Gladiator November mit Heinz Wevering. Noch 100 Meter bis zum Start.
Und das BIWAG 101. Deutsche Traber Derby ist gestartet und Falco Allaire stürmt sofort an die Spitze. Fahrt Simon in der zweiten Position. Ein kurzer Rumpler von Gigaro, aber alles ist wieder klar. An der Innenkante Livestars in der dritten Position. Arondo Jet hat sehr vorsichtig begonnen und liegt am Schluss des Feldes. Ebenso ein vorsichtiger Start von General November. Im ersten Bogen und Fazimo an der Seite von Falco Allaire. Beide führen mit drei Längen vor Livestars. Außen Howard's End. Dichter bei Gigaro mit Begonia in zweiter Spur. 1:13, die erste Zwischenzeit. Und es geht auf die Tribünen gerade. Und Fazimo bereits an der Spitze des Feldes. Fazimo ist vorn vor Falco Allaire. Der dritte Platz für Livestars. Außen begleitet vom Steigefährten Hauer. Gigaro in dritter Spur und ein Vorstoß von General November. Eine Runde vor dem Ziel ist Fazimo an der Spitze, führt mit gut zwei Längen vor Falco Allaire und General November nun in der dritten Position. Dicht dabei Livestars mit Howard's End, es folgt Gigaro mit Begonia vor Fusion. 1:17:5 die Zwischenzeit. Eingangs des Parkplatzbogens, alles dicht beisammen. Die Spitze für Fazimo, aber außen ist General November mit dabei, innen Falco Allaire und dicht dabei Livestars mit Howard's End. Fünfte Position für Begonia, innen geht Gigaro, dahinter Fusion und am Schluss Gladiator November gemeinsam mit Arondo Jet. Die Pferde jetzt eingangs der Gegenseite. Weiter in die Führung für Fazimo, aber dicht dabei General November. Falco Allaire lässt etwas nach. 1:16:5 die Zwischenzeit, macht jetzt einen Fehler der Falco Allaire. Und Mitte gegenüber Fazimo in Front vor General November, dritter ist Howard's End, dahinter Begonia, dann Falco Allaire und außen sieht man Livestars. Es geht in den Schlussbogen, noch 500 Meter bis zum Ziel. Und Fazimo führt mit zwei Längen vor General November. Dahinter Howard's End, außen Begonia nochmal drei Längen zurück. Folgt Livestars. Und Fazimo führt durch den Schlussbogen. Aber ganz dicht dabei ist General November. 1:14:3 die Zwischenzeit. Fazimo ist vorn, General November rückt immer näher, dritte Begonia, dann in den Howard's End und die Zielgerade ist erreicht. Fazimo ist vorn, vor General November, Begonia, Howard's End. In der Distanz Fazimo weiter einem Vorteil und es scheint kein Hinkommen mehr zu geben für General November. Er rückt noch einmal näher. Fazimo ist vorn, General November mit der Schlussattacke und es wird noch ganz eng. General November zieht vorbei. General November. Und der zweite Sieg in Folge für Rolf Dautzenberg im Derby. Der zweite Platz nach Bayern für Fazimo und Tilly Biendl. Meine Damen und Herren, halten Sie schon mal Ihre Hände für den Applaus bereit. Jetzt kommt da der Sieger im 101. Deutschen Traber Derby. Dieses 101. Deutsche Traber Derby steht ja unter dem Patronat der BIWAG. Begleitet wird das Siegergespann von zwei Reitern der Berliner Polizei mit der Deutschen und der Berliner Fahrt. Der zweite Sieg in Folge von Rolf Dautzenberg und ebenso auch der zweite Sieg in Folge für den Stall November. Insgesamt ist es schon der dritte Erfolg für den Stall November. Allen Beteiligten an diesem Sieg einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Ja, meine Damen und Herren, jetzt biegen Sie ein in den Winner Circle. General November. In seinem Stall wird er nur liebevoll der General genannt. Und wer Chef im Ring ist, das hat er nun wirklich hier im Finale und auch im Vorlauf bewiesen. Gratulationskur, meine Damen und Herren, im Moment an der Seite von Rolf Hautzenberg. Professor Herwig Haase, der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses. Und bei der Gratulationskur begrüßen wir den Sprecher des Vorstandes der BIWAG, Professor Dr. Winje, und als Gast der BIWAG, Frau Hanitsch. Von unseren Dachverbänden natürlich die Prominenz vertreten, der Präsident des HVT, Dr. Anton Seibold, dann der Vorsitzende des ZVT, Professor Maßmann, wir haben George Adelbrecht von der EG in Brüssel, das Ehepaar, meine Damen und Herren, jetzt an der Seite von Rolf Dautzenberg.
Liga. Natürlich ist die Mannschaft des TVM versammelt. Im Moment wird Michael Schröer, der Besitzer des Stalles November, gerade beglückwünscht von George Adelbrecht und vom ersten Vorsitzenden des Trabrennvereins Mariendorf, von Hans-Walter von Kolpinski. Jetzt gesellt sich Professor Maßmann dazu. Achtung, meine Damen und Herren, das Zielfoto ist ausgewertet. Auf dem dritten Platz die Startnummer 6, Howards End, trainiert und gefahren von Willi Rode, und vierter die 2, Gigaro mit Gerhard Biendel. Die Platzierung für die Super-Einlaufwette lautet also 5, 4, 6, 2. Und Herr 1, pardon. Meine Damen und Herren, an der Seite von General November und von Rolf Dautzenberg natürlich auch der Trainer, der Erfolgstrainer Vexi Kivioja, und der Stein November blicken ja auf eine jahrelange, überaus erfolgreiche Zusammenarbeit zurück. Schauen Sie sich die Parade der Fotografen an, ein Riesenerfolg für den Stein November, für Rolf Dautzenberg und für den tollen General November. Meine Damen und Herren, Sie merken es, hier ist eine ganz, ganz große Hektik. Jeder will natürlich das beste Foto schießen. Bisschen Olympiagefühl, muss ich sagen, kommt hier bei uns in Mariendorf auf. Ich denke, keiner von Ihnen hat es bereut, hierher zu kommen und mal Olympia beiseite zu lassen. Jetzt den Triumphpokal in die Höhe. Ja, nochmal Applaus für das Siegergespann. Rolf Dautzenberg, General November, für Trainer Vexi Kuivioja und das Ehepaar Schröer, die Besitzer des Stalles November. Meine Damen und Herren, wir holen uns natürlich noch ein Statement von Rolf Dautzenberg ein, das ist ganz klar. Aber ich will hier die Parade der Fotografen nicht stören. Jetzt sind sie soweit. Rolf Dautzenberg. Ja, meine Damen und Herren, jetzt gibt es gerade einen Rückblick. Und Rolf Dautzenberg, einen ganz herzlichen Glückwunsch. Das schnackelt ja so richtig, seitdem das Derby dreistellig ist, nicht? Das 100. Derby nach langem Anlauf. Ich erinnere nur an Sir Action mit viel Pech, dann das 100. Derby mit dem Überpferd Pi König und nun gleich das 101. Derby. Das muss doch ein Wahnsinnsgefühl sein. Ja, das stimmt. Ich komme mir vor, als wenn ich 12 Runden mit Käse aus dem Boxring gestanden hätte. So fertig bin ich erstmal vor Aufregung. Das können wir alle verstehen. Rolf Dautzenberg, Sie waren sicher ganz zuversichtlich, dass Sie eine erste Chance haben. Und auch Hele Biendel mit Fazimo sagte ja, vor allem habe ich Angst. Und das ist vor General November. Und da hat er recht gehabt. Ja, das stimmt. Ich sagte ja auch, weil das Pferd ist noch ein bisschen unerfahren, etwas dumm. Aber ich glaube, dass er das größere Können hat. Wie alle anderen Pferde. Und wir haben an dem Pferd gehangen und wir haben darauf gehofft. Und er wusste auch wirklich, dass das Pferd wirklich viel kann. Und er hat es bewiesen. So ist es, meine Damen und Herren. Rolf Dautzenberg, wunderbar, ganz toll. Ich habe hier das Ehepaar Schröer bei mir, meine Damen und Herren. Das ist ja schon der dritte Erfolg für den Stein November. Es ist ja Wahnsinn. Ja, meine Frau und ich, wir sind natürlich überglücklich. Und schönen Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Reihenfolge ist beliebig. Schönen Dank an den Pfleger, an den jungen Finn, an den Jussi. Natürlich großen Dank an Rolf Dautzenberg. Er hat heute wieder gezeigt, dass er ein Meister ist. Und ein Mann, der sich immer ganz bescheiden im Hintergrund hält, obwohl er für mich, ich habe seit 10 Jahren Pferden, wirklich einer der Größten ist, die es hier in Deutschland gibt. Vexi Kivioja und natürlich unser General November. Als er geboren wurde, hatte er einen solchen Ausdruck. Und dann haben wir ihn General genannt. Und das hat sich bewährt. Jetzt nochmal zurück. Firabella oder General November? So im Vorfeld, wem haben Sie es eher zugetraut? Das kann ich Ihnen gar nicht sagen.
Es sind zwei gute Pferde, wir haben die Daumen gedrückt, wir sind jetzt überglücklich. Und die Kronseders, die uns gerade bisher begleitet haben, ich habe ihnen gesagt, wie sehr ich das nachvollziehen kann. Wir sind auch schon zweimal Zweiter geworden. Einmal nach Zielfoto und da haben uns die Menschen zum Sieg gratuliert. Und ich habe versucht zu trösten, weil sie ein großartiges Pferd haben. Und es gehört zum Siegen auch immer eine Portion Glück dazu. Und wir hatten heute das Glück und die Kronseders, die werden das auch noch haben. Meine Damen und Herren, das war nochmal ein Statement von Michael Ströher. Und ich denke, jetzt können wir General November und Rolf Dautzenberg auf die Siegerparade. Und das, ich sehe noch, er gibt noch für den SFB ein Interview. Geh mal zu dem mit. Die vollständige Platzierung vom 9. Rennen. 5, 4, 6, 2, 9, 1. Meine Damen und Herren, an der Seite von Rolf Dautzenberg, ein Mann, der nicht so oft in Erscheinung tritt. Ich muss ihn Ihnen vorstellen. Das ist Vexi Kivio, ja. Der blonde junge Mann an der Seite von Rolf Dautzenberg mit Söhnchen. Vexi Kivio ja hat das letzten Endes möglich gemacht, dass Rolf Dautzenberg hier seinen zweiten Triumph in Folge feiern konnte und für den bereits der dritte Erfolg nach Holly Anthony 91, im letzten Jahr Pi-König und in diesem Jahr der General. Meine Damen und Herren, das Siegergespann, Rolf Dautzenberg und General November und dabei der Trainer Vexi Kivioja. Ja, meine Damen und Herren, welche Melodie könnte besser zu diesem Sieg als We Are The Champions und We. Meine Damen und Herren, warum wir hier noch versammelt sind, will ich Ihnen ganz kurz erklären. Schauen Sie sich den zweiten und dritten an. Das ist Fazimo und das Howards End. Ich denke auch ein zweiter und ein dritter Platz in einem Derby ist eine Riesenleistung. Und diese Leistung wollen wir jetzt hier im Winner's Circle würdigen. Deswegen sind auch die Besitzer und die Zweit- und Drittplatzierten hier bei uns. Meine Damen und Herren, es gibt einen Ehrenpreis und eine Flasche Shampoos für den Zweitplatzierten und doch ein bisschen enttäuscht. Billy Biene, zweiter Platz ist eine Riesenleistung, 2500 Mark, aber ich denke, aufs Geld kommt es dabei nicht so an. Es ist vielleicht doch bitter, diesen
Ja, diesen Sieg nicht errungen zu haben, nachdem er so haushoher Favorit war. Aber Heli Biene, Sie sehen ganz ruhig aus. Haben Sie es so ein bisschen erwartet nach dem Vorlauf? Nein, ich habe schon gehofft, dass ich gewinne. Aber was soll ich jetzt sagen? Der andere war auf den letzten Metern schneller und darum hat er gewonnen. Das ist klar. Helmut Biene, da muss ich fast sagen, wir hatten die Idee, wir ehren auch den Zweit- und den Drittplatzierten. Also Sie klingen jetzt in dem Moment so, als ob wir das vielleicht besser hätten nicht tun sollen. Ja, vielleicht dazu nochmal ein Statement. Ja, 1850 Meter Sieger ist nicht einfach und dann gleich wieder dahergehen. Okay, der nächste Angriff kommt dann sicher im St. Ledger mit Fazimo. Es war ein bisschen so, ich habe gehört, Sie hatten schon beim Vorlauf den Eindruck, dass er auf der Zielgeraden dann nicht mehr so ganz zieht. Und dann hat eben der Speed von General November einen Ausschlag gegeben. Hey, ich weiß jetzt auch nicht, ich sage jetzt ein bisschen gar nichts. Okay, meine Damen und Herren, ich glaube, wir können das alle verstehen, dass Heli Biene da ein bisschen enttäuscht ist. Neben mir das Ehepaar Kronzeder, Norman Kronzeder, enttäuscht oder doch überglücklich? Wir sind glücklich, dass wir die Favoritenstellung gehabt haben. Da hat man sich freuen können. Und im Endlauf waren wir auch dabei. Und vielleicht will man es ein anderes Mal wieder. Wir sind ja noch jung im Trabrennsport. Und wir sind ganz stolz am Fazimo und am Heli, dass wir so weit gekommen sind. Ja, das Applaus wert, meine. Und ich denke, dass heute Abend von der Familie Kronzeder und von Heli Biene auch dieser Gott. Willi Rode, ich würde einfach mal sagen, der dritte Platz ist ein Riesenerfolg. Ja, sicherlich. Auf jeden Fall ist das ein Riesenerfolg. Etwas haben wir damit gerechnet oder zumindest darauf gehofft. Und das Rennen ist an sich sehr gut für uns gelaufen, sehr günstig gelaufen. Und Howards End hat voll seine Form ausgelaufen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir da geendet sind. Klar. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Applaus, meine Damen und Herren. Und auch Glückwunsch den Besitzern, Herr Peter Erwig und Ehefrau. Und wie ich hier in Willi Rode um den Hals, Sie sind überglücklich. Ja, nee, wir sind überglücklich. Also das war die optimale Ausbeute. Und ich kann mich, glaube ich, auch nach dem Sieg nicht mehr freuen als jetzt über den Rennen. Das kann ich mir vorstellen, meine Damen und Herren. Ein dritter Platz im Finale eines deutschen Derbys, das ist eine Riesenleistung. Und das ist auch der Grund, weshalb wir heute zum ersten Mal auch den zweiten im Winner's Circle geehrt haben. Meine Damen und Herren, damit sind wir mit der Gratulations der Siegerzeremonie nun zu Ende. Ich denke, wir sollten die Fahrer und die Besitzer des zweiten und dritten Pferdes im Derby mit einem herzlichen Applaus verabschieden.